Hallo und herzlich willkommen zu Typisch Deutsch. Mein heutiger Gast gilt als Weltreisender unter Deutschlands Literaten, aber er selbst sieht sich gar nicht so als Reiseschriftsteller, sondern eher als Romancier und Lyriker. Herzlich willkommen, Matthias Politiki. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ja, ob als Rucksackreisender oder als Bordschreiber auf einem Luxusliner, Matthias Politiki, der hat die Welt gesehen und nimmt immer was davon mit in seine Bücher. Sein aktueller Roman spielt in Zentralasien in und um die usbekische Stadt Samarkand. Mit Matthias Politiki spreche ich über Gotteskrieger, Glaubensfragen und Galadinés und natürlich über das Leben in Deutschland. Herr Politiki, schön, dass Sie da sind. Sie sagen, ich bin kein Schriftsteller, ich bin Autor. Nee, umgekehrt, ich bin Schriftsteller, kein Autor. Was ist der Unterschied? Einen Schriftsteller können Sie nicht anrufen mit einer guten Idee, sondern der hat sowieso schon viel zu viel, vielleicht auch halbgare Ideen, die er abarbeiten muss. Ich habe eine Zeit lang als Lektor auch gearbeitet, als ich noch nicht leben konnte von meinen Büchern. Wir haben gerne Autoren angerufen. Es sind tolle Bücher dabei entstanden. Das ist also kein Ranking. Keine der beiden Berufsbilder ist besser als das andere, aber es ist eine andere Art zu arbeiten. Der kann angeregt werden, angeregt werden zu einem Krimi, zu einem, einem Faction, was auch immer. Ein Schriftsteller hat meistens viel zu viel zu tun, um das abzuarbeiten, was ihm ohnehin schon auf den Nägeln brennt. Den können Sie nicht noch mit zusätzlichen Angeboten locken, sondern der ist froh, wenn er mal einen Roman... Also ich bin immer froh, eine Sache abgearbeitet zu haben. Aber dann haben Sie auch schon gleich die drei nächsten... Sich. Sie haben einen wunderbaren Satz gesagt. Freiwillig habe ich nicht angefangen zu schreiben, sondern weil nichts anderes mehr half. Das klingt so ein bisschen wie, es musste sein. Liebeskummer zum Beispiel in jungen Jahren ist doch doppelt schmerzlich. Naja, wir waren alle in das gleiche Mädchen verliebt. Die klassische Geschichte in unserem Stadtrand von München. Und ein paar Leute haben das Schreiben angefangen, nicht über dieses Mädchen. Übrigens ging die Geschichte für alle schlecht aus, um das gleich vorweg zu sagen. Aber wir haben einfach, wir waren damals 16, wir sind im Wald rumgelegen, so richtig romantisch, wie man sich das vorstellt. Eigentlich von einem deutschen Jungen am Stadtrand gehen die in den Wald, schauen die Wolken an, schwärmen von diesem Mädchen und der eine oder andere fängt an, Gedichte zu schreiben. Also das Schreiben als Ventil? Wirklich auch, erstmal als Ventil. Als Therapeutikum? Bestimmt, auf eine andere Weise dann diese Sehnsucht verarbeiten. Und das Gute war aber dran, dass insbesondere einer von diesen Freunden war sehr kritisch mit meinen Texten und ich mit seinen. Das heißt, wir waren, ohne dieses Wort zu kennen, wir waren eigentlich die Lektoren füreinander. Wir haben versucht, die zu verbessern. Und das hat Spaß gemacht. Und da habe ich gleich schon gemerkt, oh, an Texten, da kann man auch viel noch drehen an einzelnen Sätzen, dass es schöner klingt, bis der dann zufrieden war oder ich mit seinen Sachen. Das hat uns ein paar Jahre lang gute Zeiten beschert. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Also so nach Goethe. So, man liegt auf der Lichtung und hat Gedanken und schraubt an Texten. Aber wir haben das Mädchen trotzdem nicht. Ja, aber jetzt lassen wir das Mädchen mal zur Seite. aber das hat so was typisch Deutsches, Romantisches, Hölderlinsches. Ja, dazu stehe ich auch. Das ist auch mein Grundwesen. Bei allem, was man im Lauf des Älterwerdens dazulernt. Aber diesen Kern habe ich mir bewahrt, auch wenn ich im Ausland bin. Ich sitze gern auf irgendwelchen Dünen in der Wüste rum oder in irgendwelchen Regenwäldern und lausche einfach da rein und lasse die Stimmung auf mich zurückwirken. Da entstehen dann andere Gedichte inzwischen. Ich bin nicht mehr der ich mal war. Aber das ist eigentlich mein Motor. Diese Neugier auf die Welt, dieses Staunen in anderen Teilen, das hat man im Alltag ja völlig verloren. Wir leben in Großstädten meistens und Tempo. Gehen automatisch rein, raus, irgendwo Stammkneipe, Stammbäcker, Stamm-U-Bahn, Stammgesichter. Da nehme ich wenig wahr. Ich fühle mich da total wohl. Keine Frage. Aber eher wieder in dieser Verletzbarkeit einer Fremde und durchaus auch einer Natur, die mich fordert. Es muss nicht mehr der Wald sein, es können auch Gebirgszüge sein, Wüsten und so weiter. Ja, da sitze ich oder da liege ich vielleicht jetzt nicht mehr und schaue in die Wolken oder hocke ich. Für einen guten deutschen Schriftsteller müsste Schreiben aber auch Leiden sein, oder? Also es ist ja nicht alles immer nur schön. Es ist ja immer beides. Mhm. Ja, das habe ich von Robert Gernhardt gelernt, mit dem ich ja gemeinsam mal auf Tour war, mit einem zusammengestellten Programm von unseren beiden Gedichten. Wer am lautesten lacht, der hat auch vorher am leisesten geweint. Das gehört zusammen.
Das war eigentlich schrecklich teilweise anzusehen, wie die Menschen, das Publikum schon das Lachen anfing, als Robert Gernhardt nur die Bühne betrat. Der hat todtraurige Gedichte gelesen, die wir nämlich auch in unserem Set hatten. Beides. Die Leute wollten natürlich bei dem Namen Robert Gernhardt eigentlich großen nonstop, Satiriker aus Frankfurt, nonstop, ja. Durchlachen. So ist es nicht. Der war ein tief melancholischer Mensch, ein wunderbarer Mensch übrigens, der gerade aus der Melancholie die Heiterkeit auch bezogen hat. Und so sehe ich es auch. Die speist eigentlich den wahren Humor. Und wenn Sie jetzt so in anderen Ländern unterwegs sind, fahren Sie da mit einer Vorstellung hin? Also wenn man in ein arabisches Land fährt, hat man eine Vorstellung. Wenn man in die USA fährt, hat man eine Vorstellung. Oder versuchen Sie ein weißes Blatt zu sein? Geht das? Das geht ja gar nicht mehr. Wir haben Vorerfahrungen von Freunden, die da schon waren, von den Medien und von den Klischees. Die will ich gar nicht abstreiten. Die gibt es ja nach wie vor, dass man sich vorstellt, ah, das Land wird so, das wird eher so. Klar fahre ich damit hin, aber das Spannende wird, dass eigentlich der Moment, wo die Sache sich freistrampelt von den ganzen Vorwartungen. Nach 3-4 Tagen, wenn man so langsam eintaucht und vielleicht die Geräusche des Bazars oder ich weiß nicht, wenn man in den USA, haben Sie erwähnt, in den Canyons dann unterwegs ist und da auch mal wandert, dann merkt man, die Luft ist anders, die Steine fühlen sich anders an und dann ist plötzlich das Klischee auch, gibt's irgendwo noch, aber dann beginnt so eine zweite, die eigentliche Wirklichkeit, da sich dagegen durchzusetzen. Das ist eigentlich ein toller Moment, wo man dann plötzlich merkt, ja, jetzt bin ich da. Das ist auch der Unterschied zwischen Urlaub und Reise. Mhm. Ja, da bei Urlaub ist Klischee, arbeiten. Ja, oder erholen einfach irgendwo. Das mache ich auch, das ist wunderbar, mal für eine Woche irgendwo ausspannen. Reise heißt immer auch, sich einlassen auf eine Sache. Durchaus auch, dass es einmal verletzen kann, diese Sache. Die kommt einem näher. Einfach im Laufe einer Reise. Da ist man mehr gefordert auch. Es ist eine existenziellere Erfahrung. Und man kehrt dann oft reich beschenkter nach Hause, als wenn man nur mal eine Woche relaxt, was aber halt manchmal auch sein muss. Ja. Herr Politiki, haben Sie mal Namensforschung betrieben? Der ist ja schon, klingt ja fast wie ein Künstlername, nicht? Mhm. Wissen Sie, woher ein Verwandter hat das getan. Ja, und? Der hat sogar publiziert darüber, weil in der Tat der Name ja, Reich Ranicki hat mal in seiner Sendung gesagt, ich sei noch nicht mal in der Lage, meinen Namen richtig auszusprechen. Ja, lasse ich mal so stehen. Ja. Seitdem hat mein Vater zumindest nicht mehr alles geglaubt, was Reich Ranicki in seiner Sendung gesagt hat. Der Name kommt aus dem Grenzgebiet von Deutschland und Polen. Das ist recht klar inzwischen rausrecherchiert. Und im 19. Jahrhundert ging dann einer dieser Politikis, die vielleicht damals sicherlich auch Polititzkis hießen, nach Berlin und wurde sofort eingedeutscht. Seitdem heißt dieser Zweig der Familie einfach Politiki. Ja. Fertig ist. Mein Vater war Berliner. Mussten Sie viel erdulden mit dem Namen als in der Schulzeit? Nee, ich war der Poli. Poli? Der Poli war ich in München. Und damit bin ich groß geworden. Nee. Ja. Sie haben ordentlich studiert. Literatur, Philosophie, Theaterwissenschaften. Ihre Eltern waren beide Naturwissenschaftler. Sie hätten auch in der Wissenschaft enden können. War auch eine lange, heftige Tragödie mit meinen Eltern. Also die hätten mich lieber woanders gesehen. Das war schon... Junge, mach doch was Ordentliches. Kannst ja später noch schreiben, heißt es dann immer. Aber man kann nicht später schreiben, wenn es einem eben so auf den Nägeln brennt. Und damals als kleinem Jungen, wie ich anfing, auch in der Seele, wenn man es mal pathetisch sagt. Das kann man nicht vertagen. Aber ich meine, typisch deutsch ist doch auch so ein Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Nicht? Ich möchte mein monatliches Einkommen, ich möchte meine Rente, ich möchte mein Reihenhaus, meinen Bausparvertrag. Das ist bei Ihnen wahrscheinlich nicht alle. Also als Schriftsteller hat man ja kein berechenbares Einkommen. Ich habe bis zum Weiber-Roman nicht davon leben können. Deswegen habe ich als Lektor auch gearbeitet, freiberuflich für C.H. Beck. Und das war eigentlich auch ein ganz gutes Modell. Aber in dem Moment, wenn man halt mal auch von den Büchern dann leben kann, dann muss man das tun. Deswegen, ich kenne auch sozusagen ein bisschen die andere Seite des Schreibtischs, wie Bücher eben in die Welt kommen. Das hilft sogar jetzt in dem Beruf nicht schlecht. Aber klar, meine Eltern haben sich sehr lange Sorgen gemacht um mich. Und kann ich auch verstehen, aber ich habe auch nur ein Leben und kann es nur so führen, wie ich es muss. Der Weiber-Roman war 1997. Mhm. Wussten Sie das vorher? Ich meine, wenn man Bücher schreibt, hat man ja immer diesen tief sitzenden Wunsch, so Bestseller. Nein, aber hatten Sie so ein Gespür dafür, das Ding fliegt? Nein.
Gar nicht. Nein, kann man gar nicht einschätzen, aus welchen Gründen auch dieses fliegt und das andere nicht. Ja. Auch bei 180 Tagen um die Welt, das ist ja eigentlich auch der zweite Bestseller, den ich hatte. Keine Ahnung hat man da beim Schreiben. Ehrlich gesagt, das wäre ja auch fatal, wenn man dann sich verführen ließe. Das trimme ich jetzt mal ein bisschen drauf hin. Es gibt ja tatsächlich inzwischen auch viele Bestseller, die gemacht werden. Das ist aber eine andere Art von Buch. Das ist dann wieder Autor, ne? Wahrscheinlich. Wir sind ja im engeren Sinne einfach deutsche Gegenwartsschriftsteller. Wir versuchen unsere Bücher jedes für sich mit maximaler Energie und Leidenschaft natürlich nach vorne zu bringen und auch schon mal erstmal den Verleger zu überzeugen und hoffentlich auch den Leser und vor allen Dingen auch ihm eine gute Zeit zu bereiten. Also das heißt, es ist nicht immer nur ein Vergnügen. Eine gute Zeit ist ja nicht nur eine zum gemeinsam Ablachen oder am Schluss den Täter gemeinsam entlaufen mit dem Leser, sondern ein wirklich gutes Buch tut ab und zu mal oder manche auch ganz auch ein bisschen weh. Das ist eine neue Erfahrung, die man damit machen kann, die einem das Leben und die Welt auf eine andere Weise vielleicht entgegenbringt als der Genussleser, der mehr oder weniger zur Entspannung nur das ein oder andere zur Hand nimmt. Und deswegen spielt eigentlich der Gedanke, wie verkauft sich das? Ja, ab einem gewissen Punkt sicher eine Rolle, wenn man dann mit dem Vertrieb und mit Marketing redet, klar, aber beim Schreiben nicht. Im Herzen sind Sie eigentlich Lyriker, oder? Geblieben. Davon kann nun gar nicht leben. Kann man nun gar nicht leben. Aber man ist plötzlich im Ausland ein Star. In Persien, in China, in also ferner Ost, aber auch in der Karibik, wo sie hinkommen, zählen da plötzlich die Romane gar nicht. In Russland hatte ich sogar, das ist wirklich Klischee, wie man sich es im Buche vorstellt, hatte ich eine schwarze Limousine dann plötzlich, als sie erfuhren, dass ich Lyriker bin und nicht nur Romancier. Das ist eine völlig andere Welt als bei uns in Deutschland. Wir haben eine echte Lyrikkrise in Deutschland. Haben wir, glaube ich. Ja, also im Feuilleton findet es nicht wirklich statt. Reden Sie viel mit Leuten aus Ihrem Bekanntenkreis über Gedichte? Ich ganz selten. Ich zwangsläufig etwas häufiger. Sie vom Berufswegen. Ich schreibe sie ja auch, ja. Und ich habe auch ein paar befreundete Kollegen und ich stehe auch in der Branche für eine gewisse Art von Lyrik. Und ich freue mich auch, dass die immer wieder auch ein Publikum findet, was zuerst sehr reserviert in solche Lesungen reingeht. Wir hatten mal ein Programm, zwei Kollegen und ich, das heißt Frauen, Punkt, naja, Punkt, schwierig, Punkt. Mhm. Das war der Titel eines Gedichts. Eigentlich haben wir, schon fertig, das Gedicht. Genau, und da haben wir zu dritt Säle gerockt, die hatten zum Teil 1000 Zuhörer mit Lyrik. Und da kann man wieder Türen öffnen, indem man auch den Leuten zeigt, hey, das hat was mit eurem Leben zu tun. Das ist nicht irgendeine abgefahrene Sache, die man nicht versteht am Ende, wo man gar nicht weiß, warum man das Bild eigentlich halten soll, sondern das sind einfach nur sehr komprimierte Romane. Ja. Und da freue ich mich eigentlich über jeden Einzelnen, der danach sagt, hey, das wusste ich noch gar nicht, dass Gedichte auch so sein können. Und da bleibe ich einfach dabei. Auf dieser Linie will ich noch ein bisschen weitermachen. Und da lasse ich mich nicht abschrecken davon, dass natürlich der Markt schwierig ist. Ach, der Markt. Ja. 1987 haben Ihre Eltern Ihnen zur Promotion eine Reise geschenkt. Die führte Sie nach Usbekistan, unter anderem nach Usbekistan. Das war noch die Zeit des Kalten Krieges, als die Welt noch, manche sagen, in Ordnung war. Warum Usbekistan? Normalerweise fährt man an die spanische Küste. Es war die sogenannte große UdSSR-Reise, die sie mir damals geschenkt haben, weil sie so heilfroh waren, dass ich nun endlich promoviert habe und in ihren Augen damit eine bürgerliche Laufbahn einschlagen würde. Das Gegenteil ist doch noch was geworden. Und das Gegenteil war der Fall, denn ich habe dort das prägende Erlebnis gehabt. Man kommt natürlich zuerst über Moskau und sibirische Städte. Ja, dann landet man plötzlich auch in Usbekistan. Mhm. Ich wusste damals noch nichts von diesem Land. Ich wusste nichts von der Stadt Samarkand. Und auch nicht von dem großen Feldherrn, der dort ja also Angst von dort aus eigentlich die ganze bekannte Welt in Angst und Schrecken versetzt hat. Nichts. Aber also wenn Sie es genauer wissen wollen, ich war einerseits fasziniert von diesen gewaltigen Bauwerken aus der Zeit und andererseits, man merkte eben 87, da brodelt's, da passiert was. Das geht nicht mehr. Ich hatte dieses ganz naive Gefühl, das geht nicht mehr lange gut mit den Russen und all den anderen, die ich noch gar nicht so separieren konnte. Für mich waren das ein großer Topf an Samarkandern. Heute weiß ich, es sind Usbeken, es sind Tadschiken, es sind Kalmücken, Kirgisen, Turkmen, was da alles, also 100 Nationalitäten. Marco Polo war auch schon da.
Also durchaus historisches. Alexander der Große war da, die Araber haben es erobert, Genghis Khan hat es völlig zerstört. Und dann hat es 25 Jahre gedauert, bis dieses Buch fertig war. Haben Sie das wirklich so lange in sich bewegt, mit sich rumgetragen? Dieses Thema? Ich konnte es einfach nicht schreiben, ist die ehrliche Antwort. Ich habe es nicht gepackt. Aber es war immer da. Es war immer da. Es war ganz klar, das wird eins deiner wichtigsten Bücher. Ich war damals aber als sogenannter experimenteller Autor gestartet und hatte da auch durchaus meine Meriten, die man so mit einer Erstpublikation eben einfahren kann, bekommen. Ich galt als experimenteller Autor und habe mich selbst auch vielleicht teilweise so wahrgenommen. Aber einen realistisch erzählten Roman und noch dazu einen, der möglichst spannend ist. Und das ist viel schwerer zu erschreiben als experimentelle Literatur. Ich weiß inzwischen, wie beides geht. Also muss sagen, ich brauchte einfach ein paar Jahre, Jahrzehnte. Ein paar Jahre ist gut, ein Vierteljahrhundert. Schreiben nochmal neu zu lernen. Ja. Ich war ein sehr verliebter Sprachfex. Ich liebe die Sprache. Für mich ist Sprache Klang, Musik, Sound, Druck. Ja. Ja, von dem Schlagzeuger, der ich gern geworden wäre, habe ich das in die Sprache praktisch reingeholt. Klar, so fängt man an mit dem Material. Aber der Stoff will auch sein Recht. Und das muss man erst im Laufe der Jahre lernen, dass man dann Gleichgewicht macht und nicht zu viel an experimenteller Show, sondern dass man auch den Plot richtig mal mit Druck... Push the story. Ja. Da gehen Sie aber ganz schön ran, nicht? So ein paar Urängste werden da bedient. So der Untergang der westlichen Welt. Die Dschihadisten kommen. Der Kölner Dom wird ausgerechnet an Karneval dem Erdboden gleichgemacht. Da haben Sie schon ganz schön, ich sag mal so, in die Sprengstoffkiste gegriffen. Absicht? Ja, klar, Absicht. Sind Sie so ein Kulturpessimist? Nein, ich bin auch überzeugter Europäer und Vertreter der westlichen Kultur. Sie klingen wie Frau Merkel. Dann klinge ich in dem Punkt gerne wie Frau Merkel. Aber wenn man sich lang genug außerhalb Europas rumtreibt, merkt man, dass Europa kein Dauergeschenk ist. Also Europa muss von jeder Generation neu erfunden werden. Und es ist, finde ich, in den letzten Jahren nicht stärker geworden, sondern eher schwächer. Und vielleicht auch nur deswegen, weil andere Weltregionen mit so viel Druck, den man auch physisch spüren kann, sich in die erste Reihe begeben haben. All das nehme ich aber, um ein möglichst spannendes Setting für meine Hauptfigur zu machen. Denn kein Mensch geht freiwillig nach Samarkand und von dort aus in Berge, die doppelt so hoch sind wie die Alpen, um dort nach einem Grab zu suchen, das es vielleicht sogar gar nicht gibt, in einer geheimen Mission. Da braucht es schon einen Druck, der ihn hier wegtreibt. Und das ist in der Tat ein Kampf um ein aufgeklärtes Europa, was übrigens Seite an Seite eben mit den türkischstämmigen Deutschen, die hier leben, den Deutschländern, geführt wird. Dafür lohnt es sich, für eine Romanfigur wohlgemerkt, auch mal alles zu riskieren. Wir reden in Deutschland ja gerne, weil wir auch politisch ordentlich korrekt sind, reden wir immer vom Dialog der Kulturen und vom Miteinander und vom Verständnis und vom Ausgleich. Ich zitiere mal Matthias Politiki, die zweifelsohne vorhandenen Kulturleistungen des Islams will ich nicht in Abrede stellen, aber mit der aktuellen Alltagswirklichkeit, beispielsweise Maghreb, hat das Bild vom aufgeklärten Muslim herzlich wenig zu tun. Wo sonst in der Welt wird man so voller Verachtung gemustert als Vertreter einer gottlosen Gesellschaft von Schlappschwänzen und Huren wie in Marokko? Also so der Ausgleich der Kulturen ist Ihnen nicht immer begegnet. Auf intellektueller Weise überall auf der Welt. Ja, also aber im Alltag? Im Alltag habe ich oft sehr harte Diskussionen geführt auch und musste mir auch erstmal Respekt verschaffen durch eine andere Körperhaltung, durch eine andere, auch klarere Ansagen, die wir in unserer differenzierten Eloquenz gar nicht mehr gewöhnt sind. Und ein Obstverkäufer und Taxifahrer tickt eben anders als der Friedensnobelpreisträger aus dem betreffenden Land. Und ich reise ja meistens genau down to earth. Mit diesen Leuten in den Überlandbussen hänge ich da auch mit hinten dran und lass mir von denen erzählen, was sie über die Welt denken. Und da erfährt man manchmal erschreckende Wahrheiten, die eben in unserer politischen Debatte nicht so vorkommen.
Und nicht, dass ich sie mir zu eigen mache. Mhm. Nein, ich glaube sehr wohl, dass unser Gesellschaftsmodell eben eines multikulturellen, integrativen auf jeden Fall die Zukunft ist. Aber ich sehe seine Gefährdung durch jede Art von Fundamentalismus, die außerhalb dieses relativ engen mitteleuropäischen Konsenses ja schon beginnt. Sind wir ein bisschen naiv für Europäer, wir Westeuropäer? Manchmal kommt es mir so vor. Wir sind in unserer Grundeinstellung absolut, da bin ich auch dabei und ein Verfechter auch in allen Debatten und Fernsehauftritten und wo auch immer ich bin, wir sind absolut auf der richtigen Seite. Mhm. Nur so geht's in diesem aufgeklärten, toleranten Miteinander. Aber die Sprache der Toleranz wird nicht überall gleich verstanden. In Belgien und Frankreich und Polen kein Problem. Mhm. Aber gehen Sie einfach mal nach Tadschikistan, das ist jetzt nur, um mein Roman zurückzukehren. Da ist es dann ein Witz, wenn beispielsweise die Tadschiken über ihre usbekischen Kollegen lästern. Guck den mal an, schau mal auf seine Augen. Mhm. Das ist kein Arier. Hören Sie da 100 Mal. 100 Mal in Afghanistan auch. Das ist alles noch ein Witz. Ja. Aber hier grenzen sich Völker voneinander auf, um im Wettstreit dieser Kulturen zu bestehen. Und worüber heute noch gelacht wird, kann morgen auch nicht mehr gelacht werden, kann es auch ernst werden. Und das finde ich für einen Schriftsteller, das muss man wahrnehmen einfach. Das gehört auch zu unserer Welt, so sehr man es gerne anders hätte. Ja. Und gerade weil man es anders hätte, dränge ich das eher in einen Romanstoff. Ja. Das will ich gar nicht in meinem Leben haben. Ich möchte gerne, genau wie Sie auch sagen, nee, wir sind alle gleich und wir können uns... Übrigens, wenn ich dahin komme, ich werde auf allen Ebenen auch gleich als Gleicher wahrgenommen. Nur die dort leben. Meine Bergführer haben oft gesagt, nee, in das nächste Dorf gehen wir nicht, auch wenn wir todmüde waren. Mhm. Da sind ja nur Türken. Mhm. Wir gehen ins Übernächste. Da sind die Usbeken oder ins Überübernächste. Da sind die Tadschiken. Mhm. Multikulti ist da nicht miteinander, sondern nebeneinander. Ihr Held Alexander Kaufner aus Samarkand, sagt... Er beneide jeden, der einen Glauben habe, auch wenn es ein Irrglaube wäre. Woran glauben Sie? Sind Sie religiöser Mensch? Nein, ich beneide tatsächlich manchmal Leute, die auf eine vernünftige Weise zu einem Glauben gefunden haben. Ich lehne allen Fanatismus natürlich. Ich bin Nietzscheaner, ich bin mit Nietzsche groß geworden. Mhm. Also mit der furchtbaren Erkenntnis, dass Gott eben doch vielleicht tot ist. Mhm. Aber ich arbeite mich jetzt schon ziemlich lang daran ab, ob er vielleicht in und oder irgendwie anders eine Religiosität, die ich an anderen Menschen bewundere, hilft. Ja. Nicht wenig. Aber Kaufner geht auch in diese Mission mit der Überzeugung, die will ich noch daneben stellen. Es gilt auch für ein Leben zu kämpfen, für ein Recht nicht zu glauben. Hm. Ja, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das sind die Ideale der französischen Revolution. Reicht das als Religion oder bietet die Kirche dann nicht doch noch ein bisschen mehr? Das wird sich in mehreren Generationen erst zeigen. Ich bin ja noch christlich erzogen und wir alle haben diese christlichen Werte verinnerlicht, glaube ich. Und das ist auch nicht schlecht. Und davon gehe ich auch aus. Das Erstaunliche ist, dass sich die Werte abgekoppelt haben von dem ganz konkreten Glauben an diesen christlichen Gott. Vielleicht ist es der Fluch des aufgeklärten Menschen, des toleranten Menschen, dass er dann eben auch andere Götter neben sich duldet. Und wenn man einmal in diesen, ja, die sind ja auch faszinierend und auch mächtig. Und die in den archaischen Religionen in Afrika sagen die immer, du musst nicht daran glauben, wenn sie irgendwas machen, wo ich dabei bin. Hauptsache, es wirkt. Das ist auch ein Ansatz. Ja, auf jeden Fall. Kommen Sie, lassen Sie uns zurück nach Samarkand reisen. Sie beschreiben darin einen Kampf der Kulturen. Samuel Huntington, amerikanischer Wissenschaftler, hat schon in den 90er Jahren gesagt, ja, Kampf der Kulturen. Das Christentum gegen die arabische, muslimische Welt zum Beispiel. Ist die Religion da nicht einfach auch ein Gift, das die Leute aufhetzt, das sie fundamentalistisch werden lässt? Deswegen ist ja meine Hauptfigur aus dem Lager der noch Aufgeklärten. Und das Interessante an der aufgeklärten Weltgesellschaft ist, dass die eben eigentlich multikulturell miteinander verschmolzen ist, wie wir es in Deutschland auch schon erleben. Eine meiner Schlüsselerlebnisse war ausgerechnet auch gerade in einem stark religiösen arabischen Raum, dass mir immer die Intellektuellen gesagt haben, wir sind eure Hauptverbündeten. Nicht irgendwie andere schwächelnde Christen, nein, die Intellektuellen, Moslems.
Denn wir haben doch dieselben Ansichten. Wir müssen uns wehren gegen jede Art von übermächtiger Religiosität. Und deswegen ist auch in dem Roman der Kampf nicht so einfach der Kampf der Kulturen, sondern es ist der Kampf eines aufgeklärten Mitteleuropa aus verschiedenen Kulturen zusammengewachsen gegen, da haben Sie recht, Fundamentalismen von beiden Seiten. In unserer modernen, auch digitalisierten Gesellschaft im 21. Jahrhundert haben wir ja auf einmal neue Arten des Zusammenhalts, ob das soziale Netzwerke sind, ob es Patchwork-Familien sind, sind einfach neue, ja, neue Modelle. Mhm. Können die irgendwann die Anziehungskraft eines klassischen Familienkonzepts ersetzen oder ablösen? Oder ist das alles sehr flüchtig, was wir da erleben? Ich würde mich nicht auf das Wort Familie stürzen, aber Freundschaft und überhaupt persönliche Begegnung, und zwar meine ich das gar nicht innerhalb nur Deutschlands, sondern weltweit, das ist der entscheidende Schlüssel zu einem glücklicheren Leben. Ohne Freunde können wir nichts. Und da ist die Religion dann ziemlich egal, nicht? Zunächst mal egal. Wobei man solche klassisch in Religionen ruhenden Menschen, gerade in anderen Kulturen, sind oft herzensgute und sehr verlässliche Partner, erstmal im Gebirge oder in den Wüsten. Da merkt man es dann auch, wo es wirklich brennt. Ja. Da sind die da mit aller Kraft. Die lassen einen nicht liegen, wenn es einem schlecht geht. Und ich möchte darüber kein Wort eigentlich richten, ob es mit oder ohne Religion. Aber diese Herzensbildung im klassischen, altmodischen Sinne, dass man wirklich über einen Handschlag Vertrauen gewinnt und dem Mann in die Augen blickt oder der Frau und sagt, mit dir gehe ich durch dieses wilde Gebirge. Das entscheidet über das menschliche Zusammensein. Da kann kein Netzwerk dagegen an. War das Ihre härteste Reise? 184 Tage einmal um die Welt auf einem der besten Kreuzfahrtschiffe der Welt, muss man sagen. Ist schon was sehr Spezielles. Also gerade für mich, der ich eher mit Rucksack und sehr bodennah unterwegs bin, ganz andere Art, aber ich möchte sie nicht missen. Wie kommt man an diesen Job, Schiffsschreiber? Ja, es gab ja natürlich auch neudeutsch Writer in Non-Residence, wurde das auch genannt, von Hapag-Lloyd. Die werden eingeladen. Da kommt die Reederei fragt, wie wär's? So ungefähr. Und Sie müssen dann da ein Buch schreiben? Ist das nicht, die Bedingung? Nee. Ja, nein, anders. Ich musste Lesungen machen. Der Deal ist, Sie haben auf solchen Kreuzfahrtschiffen gibt es ein breites Unterhaltungsprogramm, unter anderem allerdings das spärlicher, auch immer mal wieder eine Lesung. Mhm. Und statt nun einen Schauspieler oder auch Schriftsteller für eine Etappe an Bord zu laden, haben Sie einfach die Idee gehabt, wir denken mal groß und lassen einen die ganze Reise machen. Der Deal ist aber, der muss in jeder Etappe lesen. Also es waren 13 Etappen, 13 Lesungen. Das ist der Deal. Das Buch glaube ich nicht, dass die das gerne gesehen haben alle. Das war ja keine Lobhudelei. Also es hat viele, das habe ich ja als Blog auch schon jeden Tag live von der Reise auf meiner Homepage hochgepumpt. Und es hat binnen weniger Tage also eine ordentliche Followerzahl gehabt. Ja. Und das ist natürlich eine Satire auf Kreuzfahrt. In Deutschland, die Leser haben sich gekringelt, wenn da die Kielschweine gefüttert werden mit den Diamantabfällen der Bordwitwen. Aber die Offiziere haben mich natürlich an Bord zur Rede gestellt. Die haben das auch jeden Morgen erst mal gelesen und gesagt, es stimmt ja gar nicht. Ja. Ja, gut, habe ich gesagt. Ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Das ist auch mein Beruf, dass es nicht stimmt. Wir haben übrigens auch ein paar Bilder. Also es ist nicht so, dass unseren Zuschauern das erspart bleiben soll, wie sie da im Smoking über Deck. Da sehen wir zum Beispiel, das sieht noch normal aus. Ja, da haben wir sie beim Arbeiten erwischt. Wo ist das? Ist in der Südsee beim Ausbooten, da geht es auf eine Insel, das ist in meiner Kabine. Ich habe wirklich die Hälfte der Zeit, ich habe ja jeden Tag diesen Roman, da habe ich eine Lesung gemacht mit in dem Fall Klavierimprovisation. Ach, gucke mal, ja, James Bond ist nichts gegen Sie, es sieht schon toll aus. Hallo. Man muss, also wenn man an Bord geht, braucht man natürlich ein Smoking. Meine Hauptfigur hat sich den Aldi-Smoking des Bürgermeisters im Bayerischen Wald ausgeliehen und macht damit Furore, geht auch. Würden Sie privat auf eine Kreuzfahrt gehen oder ist Ihr Kreuzfahrtbedarf jetzt mal so für den Rest Ihres Lebens? Nee, würde ich machen. Es ist eine sehr spezielle Art zu reisen, aber ehrlich gesagt, das, was man sich da immer vorstellt, so und so viele Destinationen und Luxusessen, ist für mich nicht das Entscheidende gewesen. Das Entscheidende, und das kriegen Sie eben auf keine andere Weise wahr, Sie sind 184 Tage auf dem Meer. Ja. Und das Meer kennenzulernen, das Meer ist ja auch eine Art Wüste, wenn Sie so wollen.
wie unterschiedlich das rauscht, wie unterschiedlich blau das ist. Da kommt vielleicht der alte Romantiker wieder raus, den Sie am Anfang der Sendung schon sehr grifffest irgendwie in mir erpackt haben. Ja, das ist toll. Die Himmel sind ganz anders in der Südsee als über dem Atlantik. Wir kommen zum Himmel in Tansania. Sie waren gerade mal schnell den Kilimanjaro-Marathon laufen und haben uns was mitgebracht. Sie verstecken es da. Was ist das Schönes? Das ist eine Tischmarkierung. Ich dachte, das passt vielleicht auch mal Tisch ganz Nummer gut. Drei. Tisch Nummer drei in dem Hotel, in dem ich dort in Moshi 4 Tage gewohnt habe. Und das hier hinten ist der Kilimanjaro. Das ist der Kilimanjaro, auf den wir immer geguckt haben. Und das ist eins der 20 noch lebenden schwarzen Nashörner, die im nahegelegenen Ngorongoro-Krater noch zu Hause sind. Ganz, ganz kurz für einen zoologisch Unkundigen wie mich. Normalerweise sind sie grau. Die Nashörner? Ja, und schwarz ist was Besonderes. Besonderes. Ich bin davon auch dann 20. An, ja, habe ich mir sagen lassen. Das ist aber nicht das Entscheidende, sondern ich glaube, der Berg ist schon da, der, ich glaube, wenn Sie da säßen, Sie würden auch Lust haben, darauf zu gehen. Ich kenne einige Menschen, die das gemacht haben, die sagen, es ist nicht ganz ohne. Das ist durchaus anstrengend, aber ein unglaubliches Erlebnis. Und ich, haben Sie das Ding gestohlen? Nein, ich habe angefangen mit der Bedienung darum zu feilschen. Ich wollte es unbedingt als Souvenir haben. Ja, und es endete damit, dass der Manager gerufen wurde. Der musste anreisen, kam auch, hat sich erklären lassen, warum ich ausgerechnet dieses Teil wollte. Und sagte, das ist eine unvergessliche Erinnerung. Das kann man nicht kaufen, das ist wirklich authentisch. Euer Hotel, in dem ich hier auch gelebt habe, den Marathon gelaufen bin. Und es bringt mich vor allen Dingen zu euch zurück. Denn dieses ist nicht nur ein Ding, sondern es steht auf meinem Schreibtisch. Ich gucke da jeden Tag drauf. Ich will da wieder hin. Ich will auf diesen Berg hoch. Das ist Kundenbindung. Sie haben jetzt die Auswahl. Sie dürfen 2 Wochen lang zum kreativen Schreiben nach Usbekistan, auf ein Kreuzfahrtschiff oder an den Kilimanjaro. Wo ist die kreativste Ecke? Wo würden Sie am liebsten arbeiten? Nirgendwo. Ich würde die Zeit mir gerne von Ihnen einrichten lassen und würde dort leben. Oh. Ich nehme immer mein Notizbuch mit und schreibe alles, was passiert oder was mir durch den Kopf geht, auf. Und das ist oft, wenn man auf 5000 Meter Höhe im Pamir ist. Ja. Das sind ganz andere Gedanken, als wenn ich in der Serengeti einfach tagelang unterwegs bin. Und wir haben so viel geredet, dass wir nicht mal mehr auf unser typisch Deutschspiel kommen. Schreiben Sie mit der Hand oder mit dem Stift? Beides. Also mit dem Computer, beides. Gut, das war schon wieder mit typisch Deutsch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr über Matthias Politik erfahren Sie bei Talking Germany. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, tschüss.